Und der nächste Sieg, mein Lieben. Sehr, sehr geil gewinnen wir hier gegen Dortmund 3:1. Recht souverän, würde ich mal sagen. Bittencourt hat heute eine gelb-rote Karte bekommen. Macht nichts. Ist er Gott sei Dank nicht gesperrt. Gut, wir schauen in die Ergebnisse rein. Wir rutschen jetzt von Platz 4 auf Platz 3 hoch. Sehr geil. 15 Punkte, 2 Punkte Rückstand auf Schalke, die immer noch auf Platz 1 sind. Haben gegen Bayern hier 1 und gewonnen. Noch keine Niederlage, wir genauso wenig. Wir sind die, also Schalke und Berlin sind die einzigen, wo noch keine Niederlage haben. Dortmund hat jetzt dank uns die erste Niederlage bekommen. Hamburg hat eine, Hamburg oben dabei, wie viel haben die heute gespielt? 2:1 gewonnen, auch ganz knapp. Die Stimmen, natürlich schauen wir da rein. Morata sagt, Streichhölzer und Stürmer brauchen ihre Reibung. Das ist richtig. Der Trainer von Dortmund sagt, wir werden jetzt entspannen und haben Zeit zum Nachdenken. Die rutschen jetzt auf Platz 4 runter, von Platz 2 auf 4. Ist noch nichts gelaufen, die haben auch nur 3 Punkte, plus 3 Punkte Rückstand. Bayern ist auf Platz 13, von 9 auf 13 gerutscht, 8 Punkte. Das ist eine Krise, würde ich mal sagen. Haben gegen uns verloren, gegen Freiburg und jetzt auch gegen Schalke. Das kann böse ausgehen. Hat es eine Reinschaft zu uns? Nein, Mangana. Kenne ich gar nicht den Typen. Itachiori kennt auch kein Schwein. Lasogga heute wieder sehr, sehr gut gemacht. Gefällt mir gut, was der macht. Marin ist immer noch hier in Bremen. Hat auch unglaubliche Werte. Spiel des Tages ist Marika, interessant. Gut, beste Spieler ist für uns da jemand vertreten. Thomas Kraft, notenbester Spieler auf Platz 2 und Torschützen ist Pierre-Michel Lasogga auf Platz 4. Barrios hier mit 8 Scorerpunkten. Okay. Fairplay. Wo sind wir da eigentlich? Wo stehen wir da? Oh. Ziemlich unfair. Auf Platz 16. Oh, wow, wow, wow. Drexler hat die meisten Karten. Also 6 Punkte. Rote Karte zahlt 5 und gelbe eine. Ist ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr gesperrt. Das Duell gewinnt eindeutig unser Lasogga. Er schoss insgesamt 5 Mal aufs Tor. Er schoss auch 5 Mal aufs Tor. Aber vor uns waren halt 2 Treffer drin. Ist zwar weniger gelaufen, aber ist einfach intensiv. Ist einfach effektiver. So will man es doch sehen. Wo ist es eigentlich matt? Achso, das sieht man alles nochmal. Ballbesitz wollen wir besser. Sehr gut. Jetzt geht's gegen Atletico Madrid. Jetzt geht's gegen einen top spanischen Verein, meine Lieben. Gegen einen spanischen Verein. Oh Gott. Noch alles drin natürlich. In die erste Mannschaft schauen wir. Unser Draxler ist auf Form von 8. Er eine Form von 12. Kittel würde ich gerne drin lassen. Geht für Oblak. Ganz klar Oblak. Transferstatus ändern. Auch Transfer zur Laie. Für weniger. Mal schauen, ob wir da irgendwie einen reinbekommen. Nach Atletico Madrid kommen ein paar Aufbaugegner. Pauli kommt. Kaiserslautern kommt. Pauli und Kaiserslautern sind auf Platz. Pauli. Ist auf Platz 8. Okay, sind recht gut beieinander. Und Kaiserslautern ist auf Platz 14. Haben auch so eine kleine Krise. Zuletzt 4:0 gegen Frankfurt verloren. Freiburg und Frankfurt verwechsel ich immer. Kein Plan warum. Aber gut, ich würde sagen, schauen wir mal, ob wir irgendwie reden könnten. Tun wir auch, ist wie immer so. Immer der super letzte Spiel, ganz klar, überragender Mann. Thomas Kraft, du musst ein bisschen zulegen, ganz ehrlich. Barca, mein Lieber. Auch 8,8 Millionen wert. Zanka 11,5. Koch macht's auch recht gut. Ich muss den Kopfball verbessern, sagen wir in diesem Mal wegen. Bittencourt, du hast gut trainiert. Royer. Österreicher, oder? Ist es ein Österreicher? Ich denke schon. Statistiken. Ah, ich will, ja genau, was ich machen wollte. Dolmetscher anstellen natürlich, dass sie keine Sprachprobleme haben hier bei uns. Einmal waren wir noch in Spanien. Hier haben wir in Spanien.
Was haben wir noch für Spanier? Alejandro, ganz, ganz wichtig. Dolmetscher. Defoe, oder wenn man ausspricht, kein Plan. Schaut wie so eine Ratte. Dolmetscher anstellen. Wen haben wir noch da? Muniza und Morata haben wir noch. Gott, haben wir für Spanier. Voll die coolen Augenbrauen. Voll die buschigen, oder? Lol. Okay. Morata, mein Lieber, kriegst auch einen Dolmetscher, ganz klar. War ja der erste Spanier hier in unserem Team. Haben wir wie viel geholt? Für 1,8 und dann für 450 nochmal. Geht eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. Transfer der Woche interessiert uns nicht. Es sind keine Hochkaräter dabei. Bietet Jugendspieler an. Ja klar, immer her damit mit den Jugendspielern. Scouting abgeschlossen. Zu Daniel Heine schauen wir auch nochmal rein. Gehört sich einfach dazu. Hast du gespielt? Du spielst da nicht, gell? Nein, du spielst da einfach nicht. Kein Plan warum. Wieso spielst du nicht? Das nervt mich jetzt ein wenig. Ich hab dich doch mal sonst ausgeliehen oder was. Du hast ne 77, Mann. Du bist 17. Wieso spielst du dann nicht? Sind die blöd? Was wollte ich jetzt? Genau. Merchandising. Schau mal wie immer rein. Falsches Ding. Da war es immer richtig. Merchandising. Fans. Oh, 77% sagen, dass wir gegen Atletico Madrid unentschieden spielen. Interessant, interessant. Englische Woche steht an. Falcao spielt immer noch in Atletico Madrid. Oh, 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 oh. Da geht mir bereits der Stift. Gott, was ich hier labe. Du musst in der ersten Liga spielen. In der ersten Mannschaft und damit in der ersten Liga. Nein, ganz sicherlich nicht. Hornschuh würde ich gerne in die Reserve verschieben, dass der da ein bisschen... Bist du verletzt? 4 Tage, okay. 1,7 Millionen wert. Hornschuh. Aktion in die Reserve verschieben. Dauerhaft. Oblak, genauso. Sehr schön. Rudolf würde ich gern behalten. Jetzt machen wir zack. Und dann steht die Ding schon wieder. Okay. Zidane, wo spielt eigentlich der Zidane? Zidane. Enzo Zidane, Benfica Lissabon. Für wie viel haben die denn bekommen? Ablösefrei, stimmt. Benfica Lissabon hat diesen Zidane geholt. Ich würde jetzt gerne mal reinschauen, in die Verträge. Vertragsende, wen müssen wir da verlängern? Alejandro, oh Gott, sind ein Haufen. Bittencourt wird auf jeden Fall verlängert, aber geht nicht. Daniel Reuer, Vertrag verlängern. Daniel Reuer würde seinen Vertrag sehr gerne verlängern. Für ein Spiel mit dieser Perspektive werden sie Zweifel... ohne ein gutes Angebot machen müssen. Er ist auf jeden Fall gut, dass sich Daniel Reuer im Verein wohlfühlt. Sehr schön. Du bist Stammspieler. Zum besten Spieler machen. Oh Gott, der wollte dort davor so viel Karten, jetzt wohl 1,4 Millionen. Übertreib mal bitte nicht. Du kriegst von mir höchstens 1 Million. Daniel Reuer Koch will ich auch gern verlängern. Okay, er will nicht. Alejandro müssen wir unbedingt verlängern. Verdammt, der will auch nicht. Spielergespräch, kann man es bei ihm machen? Nein. La Soga würde ich gerne langfristig binden. Okay, späteren Zeitpunkt. Zanker
auch zu einem längeren Zeitpunkt binden. Möchte auch nicht wissen. Okay. Royer wird auf jeden Fall hier verlängert. Gute Position, gute Perspektiven hat er hier in der Mannschaft. Voronin. Vereinslos. Ich würde gerne mal bei den Vereinslosen schauen, stimmt. Spieler suchen. Zack. Falsch sind wir da. Wo muss ich da hin? Da. Nur realistische. Van Beuten ist immer noch zu haben. Ist für die Reserve sehr, sehr gut. Komm, wir wollen ja die Reserve pushen, oder? Ich würde sagen, den holen wir uns. Was? So viel Gehalt bist du? Du bist sicherlich auch mal in der ersten Liga. Mittelfristig bist du Stammspieler. Sicherlich nicht. Du bekommst von mir 2 Jahre. Soll schön und gut sein, aber du kriegst von mir nie im Leben 2, du kriegst von mir 1 Million. Handgeld kriegst du so viel. Feste Ablöse hast du 2,9 Millionen. Mehr kriegst du von mir sicherlich nicht. Wenn es nicht kommen willst, ist nicht mein Problem. Du bist eher was für die Reserve. Bogremnia kommen ja auch noch. Oh Gott. Behrens. Behrens ist wie alt? 22, ich denke, den holen wir uns. Kein Plan, wie gut der ist. Ein Defensiver. Du spielst sicher auch mal in der ersten Mannschaft. Ich werde dich zwar einen besseren Spieler machen. Zack, Reserve. 2, du kriegst nicht so viel. 165.000 ist nicht viel. Für 2 Jahre binden wir dich, ist ganz klar. Sehr schön, okay. Behrens, hoffentlich wisst ihr was. Nicht, dass ich ihn jetzt umsonst gekauft habe. Van Beuten sieht gut aus, ablösefrei, sehr schön. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen kurzen Stopp. Hol mal einen frischen Kaffee und ein Bier nebenbei auch noch und dann geht's gleich weiter. Haut rein, Leute!